Er stand im Rampenlicht beim Auftakterfolg der Dänen. Matthias Gitzel traf gegen Belgien ganze 9 Mal. Gegen Bahrain sollen weitere Tore von ihm folgen. Ein Sieg wäre gleichbedeutend mit dem Hauptrundeneinzug. Dänemark in Rot und das ist Gitzel auch direkt. Die ersten beiden Tore gehen auf sein Konto. Bahrain klare Außenseiter in dieser Partie, erkämpften sich gegen Tunesien einen Unentschieden. Offensiv aber noch nichts von ihnen zu sehen. Dänemark gibt Gas, Pütlik 3-0. Bahrain ist zum 5. Mal bei einer WM dabei. Ihr bestes Resultat war Rang 20 vor 4 Jahren. Das ist der Kapitän. Das erste Tor für die Asiaten nach 6 Minuten. Sowohl 2019 als auch 2021 wurde Dänemark Weltmeister. Sie sind scharf, das merkt man aufs Triple. Das gelang noch keiner Nation. Pütlik zum 5:1. Vor allem, weil Bahrain keine Mittel im Angriff findet, nimmt Trainer Aaron Christiansson die Auszeit. Und das nach gerade mal 11 Minuten. Das Spiel verändert sich dadurch aber gar nicht. Dänemark zu stabil. Mikkel Hansen per 7 Meter. Es ist eine einseitige Angelegenheit und das erneut ohne Kapitän Rasmus Lauge, der weiter aufgrund von Wadenproblemen fehlt. Bahrain rennt sich immer wieder fest, klare Wurfgelegenheiten eher Mangelware. Hier haben sie mal Glück, das zweite Tor fällt so nach gut 15 Minuten. Der Rückstand aber längst beachtlich, weil die Wurfausbeute nur 33% beträgt. Dänemark kommt immer wieder in den Gegenstoß. Oldie Hans Lindberg 9:3. Und es bleibt gefühlt ein Spiel auf ein Tor. Gitzel, sein 5. Treffer, 12:4. Dänemark überrennt regelrecht Bahrain. Und weiß auch aus dem Positionsangriff zu überzeugen. Emil Jakobsen, 14:7. Tolle Szene vom Flensburger, der lange in der Luft steht und genau im richtigen Moment den Ball loslässt. Dass aber den Skandinaviern auch nicht alles gelingt, zeigt diese Szene. Der dreimalige Welthandballer Hansen lässt die Chance liegen. Aus dem Kader von Bahrain spielt niemand in Europa, fast alle in der heimischen Liga. Das unterschiedliche Niveau ist längst auch anhand des Spielstandes sichtbar. Jürgensen, das 16:9. Mit einer 7-Tore-Führung geht Dänemark im schwedischen Malmö in die Kabine. Durchgang 2 beginnt aber mit einer Schrecksekunde. Niklas Landin, der Schlussmann, der zweifache Welthandballer, pariert zwar diesen Ball, aber er kriegt dabei etwas an der Hand ab. Und doch ist schnell klar, er macht weiter. Weiter macht auch er, Matthias Gitzel. Unnachahmlich, sein 8. Tor beschert Dänemark den 10-Tore-Vorsprung. Gitzel zeigt einmal mehr, warum die Füchse Berlin unglaublich froh sein können, seinen Vertrag bis 2028 verlängert zu haben. Froh sein, ihn zu haben, gilt auch aus dänischer Sicht, wenn es um Niklas Landin geht. Viel muss er nicht eingreifen und doch kann auch er sich immer wieder auszeichnen, seine gute Form unterstreichen. Während Abwehrchef Möllgaard behandelt werden muss, steigt weiter die Show des Matthias Gitzel. Nächster Ballgewinn, wieder schalten sie direkt um. 24:12. Wie gegen Belgien trifft Gitzel auch gegen Bahrain 9 Mal. Es war erwartbar, dass Bahrain hier nicht mithalten kann. Ihr Endspiel im Kampf um die Hauptrunde steigt erst im 3. Vorrundenmatch gegen Belgien. Dann brauchen sie wieder mehr von solchen Offensivszenen. Die Schlussviertelstunde nutzt Dänemark-Coach Jakobsen, wechselt durch. Gut gespielt von Holm über Larsen. Vollendet Jürgensen 28:15. Die Skandinavier werden ihrer Favoritenrolle vollends gerecht und machen weiter. Mittlerweile beginnt die Zauberstunde. Jakob Holm, tolles Tor vom Akteur des Bundesliga-Tabellenführers Füchse Berlin. Es ist eine rundum gelungene Vorstellung des amtierenden Weltmeisters. In der Abwehr ordentlich und vorn mit der nötigen Durchschlagskraft unterwegs. Zudem konnten sie Spielanteile verteilen. Auch wenn sie nie ernsthaft in diesem Match gefordert wurden, unterstreichen sie mit diesem konzentrierten Auftritt ihre Titelambitionen. Schlagen letztlich Bahrain auch dank erneut 9 Toren von Gitzel mit 36:21 und stehen damit in der Hauptrunde der Weltmeisterschaft.